Willkommen zu einer weiteren Folge Roddy Schraubt. Ihr wisst, wer so sagt, hat heute noch nichts geschafft. Und es geht mal wieder hier um diese schwarze Karre BMW E46 330 i als Touring Baujahr 2004 in M54 B30 Motor. Gut, viel Text am Anfang, ist egal. Es geht um BMW M54 Motoren, beziehungsweise um die E46 Reihe. Und zwar geht es um den Benzinfilter. Ich habe den jetzt zwar schon getauscht, aber es gibt auch viele Videos dazu. Allerdings immer nur zu den einfachen Benzinfiltern und nicht zu den, die hier verbaut sind mit den drei Anschlüssen plus Unterdruck. Und da das mit der Unterdruckleitung immer mal noch zu einem Fehler im Fehlerspeicher führen kann, dachte ich mir, jo, komm, ich muss sowieso noch einmal eine Zuleitung tauschen, also mach ein Video dazu. Der Benzinfilter hat quasi auf der Heckseite zwei Eingänge. Das eine ist der Rücklauf Richtung Tank, das andere ist der Zulauf vom Tank. Es geht durch den Benzinfilter durch, vorne raus Richtung Motor. Und vorne ist noch so eine kleine Dose drauf. Da ist ein kleiner Schlauch dran mit 3,2 mm Durchmesser, Innendurchmesser. Das ist für die Unterdruckleitung. Diese Unterdruckleitung geht hier in den Motorraum, kommt oben an dem F-Stück am Faltenbalg raus und sorgt im Prinzip dafür, dass der Benzinfilter auch mit Druck arbeiten kann. Und wenn entweder hier oben im Motor oder hier unten am Benzinfilter diese Leitung los ist, zieht das ganze Luftsystem Falschluft an. Und dadurch kann es zur Motorkontrollleuchten kommen, also zu einem Fehler. Und dann gibt es die Lambda-Regelabweichung FET. Und wie genau das aussieht und was ich nochmal vorhabe, zeige ich euch gleich. Dazu muss als erstes die Karre hoch gesichert werden und da unten drunter im Blech los. Auch das sieht man in keinem Video. Ist, ich sag mal, wenn man es weiß, wie es geht, relativ fix gemacht alles. Der Platz ist ein bisschen eng, das ist jetzt auch ein bisschen freihändig. Ihr seht hier schon den Benzinfilter mit den zuführenden Leitungen. Da ist noch so ein Schutzblech hier. Und zwar muss das abgeschraubt werden an dieser Stelle und hier vorne ist auch noch eine. Dann kann man das runterklappen und dann kommen wir an den Filter ran. So, wenn die Abdeckung weg ist, dann gibt es hier diese Schraube. Damit kann die Schelle weg, dann ist der Filter lose. Dann gibt es hier den Rücklauf quasi, wo der Überdruck wieder nach hinten Richtung Tank geht. Hier ist der Zulauf. Die ist eigentlich blau. Die habe ich ein bisschen freigelegt. Das hier ist alles Unterbodenschmiermasse. Und hier diese Schläuchchen habe ich getauscht, aber gegen minderwertige Qualität. Die hier sind in Ordnung, aber der hier vorne nicht. Den muss ich noch tauschen. Die Schellen hier habe ich erneuert. Die Artikel gibt es dann immer unten in der Videobeschreibung. Und hier vorne begeben wir uns jetzt gleich dran. Nicht wundern, das wird bei mir ein bisschen anders aussehen, weil ich noch eine Standheizung von Webasto verbaut habe, die ja nicht serienmäßig bei jedem Modell drin ist. So, dann seht ihr, wie das hier vorne aussieht. Und zwar haben wir dann da diese eine Leitung, die vorgeht zum Motor. Dann haben wir hier diese kleine Druckdose, die für mich für die Standheizung ist. Aber hier direkt vorne im Bild, das ist die Unterdruckleitung, die hoch in den Motorraum führt. Wo genau, zeige ich euch gleich noch. Das gehört im Prinzip auch alles erneuert. Und da gehören auch die richtigen Schläuche drauf und dann habt ihr auch wieder lange Spaß, weniger Spritverbrauch und so ein Filter hat halt auch eine Lebenszeit, die irgendwann mal erschöpft ist. Deswegen sollte der auch alle Ritt mal mit getauscht werden. Ja, es gilt zu beachten, wenn ihr die Schläuche löst vom Benzinfilter, wird euch zwangsläufig Benzin entgegenkommen. Also nehmt eine Wanne zum Unterstellen, dass ihr das Benzin auffangen könnt und entsorgen oder wiederverwenden könnt. Dann solltet ihr euch natürlich ein bisschen beeilen, dass nicht der ganze Tank leer läuft. Und es hat sich bewährt, das vielleicht auch zu machen, wenn der Tank nicht ganz voll ist, sondern vielleicht fast leer ist. Umso weniger kann natürlich rauslaufen. Ne? Wenn nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Liter Sprit drin sind, ist das ein bisschen einfacher, wie wenn da 50 Liter drin sind. Gut, wenn ihr diese kurzen Schläuche tauschen solltet, nehmt bitte hochwertigen Benzinschlauch. Ich habe den hier für ein paar Euro aus eBay gekauft und ihr seht auch schon, wie der aussieht. Den kann ich mit der Hand quasi komplett zerformen und zerkneten und dementsprechend ist der tatsächlich Schrott und deswegen habe ich die Originalen von BMW wieder reingebaut.
die sind nach 15 Jahren immer noch top und dicht. Gut, Filter wieder mit der Klemme festschrauben, die Abdeckplatte wieder drauf, dann kontrollieren, ob hier irgendwo Benzin rausläuft. Und dann zeige ich euch noch, wo dieser Unterdruckschlauch vorne im Motorraum ankommt. Das besagte F-Stück ist hier. Das hier ist die Airbox. Dann haben wir hier den Luftmassenmesser, den Faltenbalg. Hier, das ist für den Unterdruck vom Bremskraftverstärker. Und das hier ist tatsächlich der Schlauch für den Kraftstofffilter. Also der sollte tatsächlich hier oben und auch unten dicht sein. Auch dieses F-Stück sollte drauf sein und dicht sein. Und damit ist wieder eine Falschluftquelle ausgeschlossen. Zu guter Letzt, Benzinfilter tauschen ist nicht schwer, dauert, wenn man weiß, wie es geht, eigentlich auch gar nicht lange. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Oft sind die Schlauchschellen, die Köpfe nicht mehr rund, sondern alle ziemlich kaputt gedreht. Deswegen macht den Benzinschlauch neu, macht den Filter neu, macht die Schellen neu. Das Ganze kostet noch keine 20 Euro. Geht mit einem Wagenheber, ist ein bisschen eng, ist ein bisschen fummelig. Eine Grube oder eine Bühne sind natürlich besser und einfacher. Und dementsprechend geht es damit wahrscheinlich auch etwas schneller. In diesem Sinne bleibt mir zu sagen, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo immer schön unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten viel Spaß, viel Erfolg beim Nachmachen. Bis dahin, euer Roddy.